Nicht nur für Rhön oder Vogelsberg. Es ist wieder Zeit für Winterreifen, ob neu oder beim Wechsel. Braucht man noch Winterreifen? Meiner Meinung nach nicht. Wir brauchen natürlich noch Winterreifen. Ob ich die brauche, weiß ich nicht, aber sie kommt drauf. Aber warum für Winterreifen bezahlen, wenn es vielleicht gar keine braucht? Geht es nicht auch ohne? Für viele Hessen gehört der Reifenwechsel einfach dazu, zu Beginn der kalten Jahreszeit, egal was die Preise machen. Nach dem Preisanstieg um gut ein Fünftel im vergangenen Jahr sind die Preise in dieser Saison zumindest stabil. Teuer bleiben Winterreifen natürlich trotzdem, die aus mehreren Gummischichten bestehen. Doch warum überhaupt Winterschlappen fürs Auto? In Ländern wie Polen, Belgien oder Großbritannien gibt es keine Winterreifenpflicht. Und bei uns? Fragen wir Oliver Reidegeld vom ADAC. Wir haben in Deutschland eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt, ich muss Reifen aufgezogen haben bei winterlichen Straßenverhältnissen. Und das ist nicht nur Schnee und Eis, sondern es kann auch morgens der Raureif sein, der in einem dunklen Waldstück liegt. Wie es um die Winterreifenpflicht steht, das hat schon vor mehr als 40 Jahren der siebte Sinn den Verkehrsteilnehmern gezeigt. Vielfach war auch die Bereifung nicht in Ordnung. Wie hier zum Beispiel, wo auf den Vorderrädern eine andere Reifenart als auf den Hinterrädern montiert ist. Diese sogenannte Mischbereifung ist verboten, weil PKWs dadurch ein unkontrollierbares Fahrverhalten bekommen. Und heute, wie halten es die Menschen auf Hessens Straßen? Allwetterreifen. Warum? Weil ich nur Kurzstrecken fahre. Also ich lasse mein Auto sowieso stehen, wenn es ganz schlimm wird. Ich habe noch die Winterreifen vom letzten Jahr drauf. Ich habe die noch nicht gewechselt, von daher bleibt das so, denke ich mal. Aber im Oktober und an Ostern stehen Reifenwechsel für viele doch an, von O bis O. Vom ADAC gibt es einen Spartipp, um es möglichst günstig zu machen. Ich kann mich entweder nach gebrauchten Reifen umsehen, da muss ich aber darauf achten, dass sie noch genügend Restprofil haben. Also wir empfehlen, mindestens 4 mm sollten es schon sein. Eine andere Möglichkeit sind sogenannte runderneuerte Reifen. Das heißt, ein alter Unterbau, wo ein neues Profil aufgebracht worden ist, die kriege ich bei spezialisierten Reifenhändlern. Gebrauchte Reifen gibt es in dieser Filialwerkstatt von Vergölst nicht. Aber von den gut 1000 Reifen, die im Lager stehen, sind 40% Allwetterreifen. Die Kette reagiert in ihren insgesamt 450 Filialen in Deutschland auf die gestiegene Nachfrage. Doch da müssen die Autofahrer Abstriche machen, so Filialleiter Feras Saleh. Denn die Allwetterreifen sind keine Alleskönner. Also ein Allwetterreifen darf man nie vergessen, ist nur 50% Sommer, 50% Winter. Ein Mensch hat ja auch keine Jacke für den Sommer und Winter, sondern wirklich eine Jacke für den Sommer und eine Jacke für den Winter. Und dadurch hat man natürlich immer nur die halben Eigenschaften in der jeweiligen Jahreszeit. Bremswege sind natürlich deutlich länger, die Nässehaftung ist nicht so gut wie bei den richtigen Winterreifen. Ein Kompromiss, der aber für den ein oder anderen gar nicht so verkehrt sein muss. Wenn ich in der Stadt wohne, ein reines Stadtauto habe, vielleicht auch nicht mehr als 10.000 Kilometer im Jahr fahre, dann kann ich vielleicht mit einem Ganzjahresreifen günstiger fahren. Fazit: Wie das Wetter wird, wissen wir nicht. Aber Ganzjahresreifen sind zumindest bei solchen Witterungsverhältnissen nichts. Da braucht es dann doch Winterreifen.